Willkommen bei die Nordpyramide von Dashur. Die 105 Meter hohe Rote Pyramide oder Nordpyramide wurde etwa 2 Kilometer nördlich von der Knickpyramide erbaut. Ihren Namen erhielt sie wegen des rötlichen Kalksteins, den man verwendete. Obwohl die Rote Pyramide niedriger liegt als die Knickpyramide, ist sie tatsächlich genauso hoch. Um der Roten Pyramide zu ihrer geometrischen Form und glatten Oberfläche zu verhelfen, setzten die Architekten nun auch Verschalungsblöcke beim Bau ein. Der absteigende Korridor an der Nordseite der Roten Pyramide führt bis auf Bodenniveau, wo den staunenden Besucher 2 nahezu identische, spektakuläre Räume erwarten, die durch einen schmalen, horizontalen Gang miteinander verbunden sind. In der Südwand der 2. Kammer, die man über eine Treppe erreicht, führt ein weiterer Korridor in die letzte Kammer, die in das Mauerwerk der Pyramide eingebaut und an ihrer Ost-West-Achse ausgerichtet wurde. Hey! Zu den Nebengebäuden der Roten Pyramide zählt ein kleiner Grabtempel im Osten. Vermutlich existierte einst ein Gehsteig, der nach Osten führte. Dieser ist aber noch nicht freigelegt. Oh! Die Rote Pyramide wies keine baulichen Mängel auf und galt nach ihrer Fertigstellung als architektonischer Meilenstein. Nachdem es ihm endlich gelungen war, sich eine angemessene letzte Ruhestätte zu schaffen, wusste Pharao Snofru, dass sein Nachruhm endlich gesichert war. Hey! Willkommen bei die Pyramiden des Mittleren Reichs. Während der Zeit des Mittleren Reiches führten die mächtigen Herrscher der 12. Dynastie die Tradition der aufwendigen Pyramidengrabmäler fort. So ließ Amenemhet I. sich einen Grabkomplex in Lischt bauen und Sesostris II. Wählte El-Lischt in der Fayum-Oase als letzte Ruhestätte. Amenemhet II. Und Sesostris III. Entschieden sich hingegen für Dashur. Amenemhet III. Ließ dort ebenfalls eine Pyramide erbauen, bevor er sich Hawara in Fayum zuwandte. Die häufigen Plünderungen der Grabkammern veranlassten die Architekten, schon während des Baus immer kompliziertere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Obwohl die Pläne der Hawara-Pyramide einfacher waren als jene von Dashur, waren die Maßnahmen, die man dort gegen Plünderer ergriff, deutlich aufwendiger und komplexer. Neben Irrgängen und verborgenen Falltüren entwickelten die Architekten ein ausgefeiltes System aus mehreren Fallsteinen, die dann nach Abschluss des Baus herabgelassen wurden. Diese mächtigen Steinplatten sollten den Zugang zu den Tunneln, die zur Grabkammer führten, endgültig verschließen. Hey! Die Könige der 13. Dynastie errichteten ihre Pyramiden in Maschguna, südlich von Dashur, und zogen dann weiter nach Fayum und Abydos. Die Könige der 17. Dynastie gaben sich schließlich wieder mit kleinen Pyramiden aus gebrannten Ziegeln über ihren Grabkammern zufrieden. Die Könige der 18. Dynastie
wandten sich schließlich ganz von der Pyramide als königlichem Grabmonument ab. Sie wählten im Tal der Könige einen Berg mit pyramidaler Form und ließen sich dort beerdigen. Oh! Es sollte bis zur 25. Dynastie der nubischen Könige dauern, bis sich die Pharaonen wieder in Pyramiden bestatten ließen. Tatsächlich fand man auf dem Gebiet des alten Nubiens, des heutigen Sudans, 220 Pyramiden. In Ägypten selbst nur 138. Trotz des Rückgangs in Qualität und Anzahl faszinierten die Pyramiden die Menschen bis zur Zeit der Römer. Bis heute gelten sie als Symbol der religiösen Hingabe der Pharaonen und der Erhabenheit des alten Ägyptens. Willkommen bei Ein Überblick über die Gizeh-Nekropole. Das Gizeh-Plateau liegt am Westufer des Nils und wurde von den alten Ägyptern als der Bezirk der Toten betrachtet. Die Pyramidenkomplexe, die man dort fand, wurden im Verlauf von 3 Generationen unter den Herrschern Cheops, Chephren und Menkaure erbaut. Gizeh, berühmt geworden durch seine 3 Pyramiden, ist Teil eines weit größeren Totenkultkomplexes. Die meisten Herrscher dieser Periode wählten das Gebiet als letzte Ruhestätte. Im Zentrum der gesamten Region steht die Stadt Memphis, zu Beginn des Alten Reiches die Hauptstadt Ägyptens. Hey! Die Platzierung der Monumente von Gizeh und vor allem die der Pyramiden folgte strikten Vorgaben. Wichtig war an erster Stelle die Ausrichtung anhand der Sterne. Diese erfolgte unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten des Geländes. Willkommen bei Die Rätsel der Sphinx. Eine Sphinx repräsentierte ursprünglich einen König oder eine Königin. Der menschliche Kopf mit den Insignien des Pharaos wurde verschmolzen mit dem Körper eines Löwen und erhielt so dessen Eigenschaften. Seine Kraft, die Flinkheit seiner Angriffe und seine majestätische Autorität. Wegen dieser Tugenden wurde sie auch als Schutzsymbol wahrgenommen. Wenig überraschend finden sich Sphinx-Statuen entlang der Dromoi, als Wächter des Pfades, der Götter zu den Tempeln führt. Seit jeher haben sich Laien wie Historiker die Frage gestellt, wer hat die Sphinx erbaut und warum? Wen repräsentiert sie? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Aber es gibt einige Theorien, wobei manche glaubhafter sind als andere. Eine Theorie geht davon aus, dass Radjedev mit dem Bau der großen Sphinx von Gizeh seinem Vater Cheops huldigen wollte. Der Steintempel auf der Ostseite der Sphinx sei später von seinem Bruder und Nachfolger Chephren hinzugefügt worden, um die göttliche Huldigung des Vaters zu stärken. Damit wäre es der erste nach der Sonne ausgerichtete ägyptische Tempel.
Eine andere Theorie besagt, dass die Sphinx von Chephren erbaut wurde und ihn selbst darstellen sollte. Hauptargument dieser Hypothese ist die Tatsache, dass die Kalksteinfundamente für den Hauptteil des Tempels der Sphinx geografisch und architektonisch den vom Taltempel des Chephren ähneln. Einige gehen davon aus, dass Cheops die Sphinx selbst erbauen ließ und dass seine Nachfolger Radjedev und Chephren sie fertigstellten. Diese Annahme basiert auf dem Stil der Gravuren, der Typologie des Nemes-Kopftuchs und dem Fehlen eines Barts zum Zeitpunkt des Baus. Während Ägypten in unserer Rückschau auf Monumente und Statuen eher monochrom erscheint, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass in der Antike alles, wirklich alles mit Farbe versehen war. Die Sonne ließ die Farbpigmente verblassen. Hinzu kam der Sand, das Klima und der unerbittliche Zahn der Zeit. So gingen leider die prächtigen Farben der Sphinx von Gizeh verloren. Dokumente des arabischen Ägyptologen Abd al-Latif al-Baghdadi aus dem 12. Jahrhundert weisen darauf hin, dass zu seiner Zeit noch etwas Rot zu sehen war. Heutzutage sind lediglich in der Nähe der Sphinx Ohren Reste von Rot auszumachen, dazu noch etwas Blau und Gelb auf dem Nemes-Kopftuch, die traditionellen Farben für diesen Kopfschmuck. Die Pigmente für das Rot wurden handgefertigt. Dafür wurden verschiedene Produkte wie Ton, Quarzsand und Hämatitpulver miteinander vermengt. Rot war im alten Ägypten höchst symbolisch. Es war die Farbe des Lebens, aber auch des Todes. Es konnte den Wüstensand repräsentieren oder die Leuchtkraft der Sonne. Rot wurde auch mit dem Gott Set und damit Rachsucht und Zerstörung assoziiert. Das ägyptische Wort für Rot, Desher, bezeichnet gleichsam die Wüste und die königliche Krone Unterägyptens. In der Kunst war Rot die Farbe, mit denen die Körper von Männern bemalt wurden. Bei Frauen war es Gelb. Möglicherweise gab es in der saitischen Periode, rund 600 Jahre vor Kleopatras Herrschaft, Bestrebungen zur Restaurierung von Farbe. Die Inventarstele 1858, entdeckt von Auguste Mariette, gibt Hinweise darauf. Aus diesem Grund entschied das Team, die komplette Farbpalette zu nutzen, obwohl die Farben der Sphinx zu Kleopatras Zeiten schon verblasst gewesen sein dürften. Die große Sphinx entstammt der 4. Dynastie, ca. 2600 bis 2500 vor unserer Zeit, und ist damit die älteste und größte Sphinx. Die Sphinx wurde aus den Resten eines Kalksteinhügels gehauen, ist 19,8 Meter hoch, 73,2 Meter lang und 14 Meter breit. Um dem imposanten Monument Glanz zu verleihen, wurden nach der ersten Bauphase mehrere Kalksteinblöcke hinzugefügt. Seitdem hat es zahlreiche Versuche gegeben, die Sphinx zu erhalten. Die Darstellung im Spiel nimmt einige Aspekte moderner Erhaltungsversuche auf. Das Team hat sich dazu entschieden, um dem Spieler eine ikonischere Version der Sphinx zu präsentieren. Heute heißt die Sphinx auch Vater des Schreckens, eine Übersetzung ihres arabischen Namens Abul-Hol, was sich wiederum aus dem koptischen Balhuba ableitet. Die Sphinx wurde an Ort und Stelle aus einem natürlichen Kalksteinhügel gehauen. Der Kopf wurde aus Kalkstein des Mukattam-Plateau gehauen, der Körper der Statue aus der darunterliegenden Felsschicht. Der Zerfall der Sphinx ist insbesondere der Winderosion und der unterschiedlichen Qualitätsgrade des verwendeten Kalksteins geschuldet. Auch der hohe Natriumanteil im Grundwasser darunter ist ein Faktor, der zum Verfall beiträgt. Der natürliche Untergrund ist durch die schrägen natürlichen Schichten des Sphinxkörpers sichtbar, die dem umgebenden Kalkstein ähneln. Thank you.
Seit der Antike wurde davon ausgegangen, dass sich im Inneren der Sphinx ein geheimes Grab befindet. Die ersten Versuche, die Sphinx zu plündern, sollen bis zur ersten Zwischenzeit zurückgehen. Seitdem wurden zahlreiche Versuche unternommen, die Geheimnisse der Sphinx zu lüften. Das hinterließ Spuren auf dem Monument. Ein 12 Meter langer und in pharaonischen Zeiten eingerichteter weiterer Eingang im hinteren Teil der Sphinx weckte Neugierde. Thutmosis IV. Versuchte zwar, ihn zu versiegeln, er wurde aber möglicherweise von Schatzsuchern erneut geöffnet. Er wurde von Howard Weiss wiederentdeckt und kürzlich von Mark Lehner kartiert. Dieser Eingang an der Rückseite der Sphinx führt zu verschiedenen kleineren Höhlen, die sich innerhalb des Körpers der Statue und unter der Oberfläche erstrecken. Das Team hat diese Gelegenheit genutzt, damit ein wenig zu spielen. Während es in den letzten Jahren keine großen Entdeckungen zur Sphinx von Gizeh gegeben hat, tauchen weiterhin Theorien und Hypothesen auf. Ohne eine Bestätigung durch entsprechende archäologische Quellen bleiben sie jedoch nur Theorien. Die erste der wichtigsten Theorien zur Bedeutung der Sphinx von Gizeh besagt, dass die Sphinx ursprünglich eine übergroße Darstellung des Gottes Anubis war. Das Hauptargument ist, dass der Kopf der Sphinx im Vergleich zum Körper unverhältnismäßig groß ist. Die zweite Theorie geht davon aus, dass die Darstellung von zwei Sphinxen auf der Stele von Thutmosis IV. Darauf hindeutet, dass dort eine weitere Steinsphinx gestanden habe, möglicherweise sogar in gepaarter Symmetrie auf der anderen Seite des Nils. Keine der Theorien kann jedoch in irgendeiner Weise verifiziert werden. In den vergangenen Jahrzehnten wurden mehrere wissenschaftliche Projekte mit neuen Technologien realisiert. Die wichtigsten kamen von Mark Lehner und seinem Team, Spezialisten bei der Untersuchung und Vermessung des Gizeh-Plateaus inklusive des Sphinx-Geländes. Die Kartierung machte die zum Bau der Sphinx verwendeten Materialien sichtbar, aber auch die Erosionsschichten sowie besonders brüchige und schützenswerte Bereiche. Nach einigen Versuchen des Teams, der Sphinx künstlerische Proportionen zu verleihen, wurden diese schließlich stattdessen mit Hilfe der Fotogrammetrie originalgetreu wiedergegeben. Was die Sphinx von Gizeh während ihres Baus darstellte und wie die Sphinx von den Ägyptern des Neuen Reichs wahrgenommen wurde, sind zwei grundverschiedene Dinge. Ursprünglich eine Darstellung des von der Macht des Löwen durchdrungenen Königs, wurde die Sphinx schließlich direkt als eine Darstellung des Göttlichsten angesehen. Laut einer Theorie glaubten die Könige des Neuen Reiches, dass es die Sphinx von Gizeh war, die den Herrscher von Ägypten erkannte und legitimierte. Obwohl die Sphinx von Gizeh während seiner Regierungszeit teilweise unter Sand begraben war, wusste Amenophis II. Also, dass das Denkmal von großer Bedeutung war. Amenophis II. Errichtete der Sphinx als Horus im Horizont einen Tempel, um Cheops und Chephren, seinen Vorgängern, zu huldigen. Es wurde zur Gewohnheit dieser Dynastie, mit dem königlichen Hof Zeit an der Sphinx zu verbringen. Ihr Heiligtum wurde bekannt als Setepet, die Auserwählte. Der Ägyptologe Mark Lehner glaubte, Amenophis II. Habe eine Statue von sich selbst, die zwischen den Pfoten der Sphinx verankert war und seine Herrschaft legitimieren sollte, neben einer Stele errichtet. Auch viele andere Pharaonen seiner Dynastie, wie Tutanchamun und Ramses II., hinterließen ähnliche Spuren. Manchmal entfernten sie dafür sogar die Steine von nahegelegenen Tempeln und Pyramiden. Insbesondere der Sohn und Nachfolger von Amenophis II., Thutmosis IV., tat sich in dieser Hinsicht hervor.
Während er zwischen den Pfoten der Sphinx schlief, sah der zukünftige Thutmosis IV. In einem Traum den Gott Harmachis, der ihm die Herrschaft über die zwei Länder verkündete. Dies geschah natürlich unter der Bedingung, dass er den Sand, der die Sphinx bedeckte, entfernte, da dieser als Personifizierung des Gottes Wache stand und niemals vom Wüstensand verschluckt werden durfte. Die 15 Tonnen schwere Traumstele, die Thutmosis IV. Zum Gedenken an seinen Traum errichtete, wurde 1818 vom Italiener Giovanni Battista Caviglia entdeckt, als er die Aufgabe übernahm, die Sphinx aus dem Sand zu befreien, der sie wieder einmal bedeckt hatte. Caviglia suchte nach einem Eingang in die Sphinx-Statue, stattdessen aber entdeckte er eine Kapelle im Freien und Stelen zwischen den Pfoten. Es war noch Asche von einer Zeremonie vorhanden. Geschützt durch den Sand stammten sie möglicherweise von den letzten Zeremonien in römischer Zeit. Im selben Jahr entdeckte Caviglia Fragmente des Barts der Sphinx, der wohl während des Neuen Reichs hinzugefügt worden war. Viele dieser Stücke befinden sich in Museen in Kairo. Ein Fragment allerdings wird im British Museum ausgestellt, zusammen mit einem Ureus-Stück, das Teil des Kopfschmucks war. Es wird angenommen, dass dieses Bartfragment dank der Statue von Amenophis II., die sich unter dem Kopf des Sphinx befunden haben soll, erhalten blieb. Eine kulturelle Legende besagt, die Nase des Sphinx von Gizeh sei zu Zeiten von Napoleon Bonaparte durch das Kanonenfeuer französischer Soldaten in der Ausbildung verloren gegangen. Allerdings wurde die Sphinx bereits zuvor auf Stichen ohne Nase dargestellt, was darauf hindeutet, dass sie schon vor der französischen Kampagne entfernt worden war. Die plausibelste Hypothese basiert auf der Forschung des deutschen Historikers Ulrich Harmann. In den 1980er Jahren kompilierte Harmann mittelalterliche Quellen arabischer Autoren. Er entdeckte, dass die Sphinx einst als gutes Omen galt, als Gottheit, die sedimentreiche Überschwemmungen und Ernten unterstützte. Um 1378 konnte ein Sufi mit dem Namen Mohammed Saim el-Dar diese Vision des Denkmals nicht ertragen und brach in einem Bildersturmakt die Nase der Sphinx ab. Den Texten zufolge wurde er für sein Verbrechen zwischen die Beine der Sphinx gehängt und verbrannt. Willkommen bei Cheops Grabkomplex. Der Taltempel war das erste architektonische Objekt, auf das man beim Betreten des Grabkomplexes traf. Er wurde als offizieller Eingang zum Grabmal betrachtet und vereinte die strukturellen Merkmale von Tempel und Säulengang. Der Taltempel des Cheops weist einen Bodenbelag aus Basalt auf, der uns anzeigt, wo der Säulengang des Bauwerks zu finden war. Solch eine Trennung soll sowohl die unterirdischen als auch die sonnengewandten Aspekte des Jenseits symbolisieren. Cheops Aufweg verlief von der Überschwemmungsebene bis zum Plateau und verband den Taltempel mit dem Totentempel. Ein traditioneller Aufweg war meist ein gepflasterter Pfad, der von Mauern eingeschlossen und oft überdacht war. Von Archäologen entdeckte Fragmente zeigen, dass die Mauern von Cheops Aufweg, einem der längsten uns bekannten, mit Inschriften und eventuell auch Farbe verziert waren. Die Darstellungen zeugen von großer thematischer Vielfalt. Sterne an der Decke, begleitet von Schlachtszenen an den Wänden. Andere Inschriften zeigten die Erschaffung des Komplexes, also Handwerker bei der Arbeit. Oh.
Die beeindruckendsten privaten Friedhöfe von Gizeh liegen östlich und westlich der Cheops-Pyramide. Der östliche Friedhof war den Mitgliedern der Königsfamilie vorbehalten, der westliche vor allem für diverse höfische Würdenträger reserviert. In beiden Bereichen waren die Privatgräber oder Mastabas streng angeordnet und als Straßen und Alleen angelegt. Dieses Arrangement war wohl ein Versuch, den Königshof auch im Jenseits zu repräsentieren. Östlich der Cheops-Pyramide finden sich drei kleinere Bauwerke, die Königinnenpyramiden. Ein verschütteter, aus dem Stein gehauener und mit Mauerwerk versehener Gang führte von der Basis zu einer Grabkammer. Während diese Monumente offenbar für die Begräbnisse von Königinnen gedacht waren, ist die Identität der Bewohnerinnen unklar. Oh! Die nördlichste Pyramide war wahrscheinlich für Königin Hetepheres bestimmt, die Cheops Mutter gewesen sein soll. Allerdings wurde 1925 zufällig ihr eigentliches Grab in der Nähe entdeckt. Es war am Fuße eines tiefen Schachts in einer unterirdischen Kammer versteckt. In der verborgenen Kammer entdeckten Ägyptologen die vollständigste Ansammlung von Begräbnismaterial aus der Zeit des Alten Reiches. Ihr Körper aber fehlte. Im Umfeld der Cheops-Pyramide haben Ägyptologen 7 Bootsgruben entdeckt. Die genaue Funktion dieser Gruben in Bootsform ist noch unbekannt. Höchstwahrscheinlich sind sie aber symbolischer Natur. Da sich die Bootsgruben östlich der Pyramide befinden, also genau da, wo der wiederbelebte König wieder erscheinen sollte, kann man davon ausgehen, dass diese Annahme der Wahrheit entspricht. Die beiden südlichen Bootsgruben waren von riesigen Kalksteinplatten bedeckt. Sie wurden 1954 von Kamal al-Malak, einem ägyptischen Ägyptologen, entdeckt. Nur eine davon wurde geöffnet. 1224 Bootsteile aus Zedernholz wurden nach und nach geborgen und sorgfältig vom Meisterrestaurator Ahmed Youssef zusammengesetzt. Dieser Prozess dauerte 28 Jahre. Youssef orientierte sich dabei an den Fugenlinien und Zapfenverbindungen und verband die Teile mit Pflanzenseilen, um möglichst authentische Ergebnisse zu erzielen. Wow. Der griechische Begriff Pyramidion bezieht sich auf den Schlussstein einer Pyramide oder die Spitze eines Obelisken. Im alten Ägypten hießen beide Komponenten Benben. Dies wiederum bezeichnete auch eine bestimmte Art Nahrung, ein konisch geformtes Brot als Opfergabe. Da das Pyramidion eine verkleinerte Version der Pyramide darstellen sollte, war es symbolisch auch ähnlich aufgeladen. Einige Pyramidia wurden in Pyramidenkomplexen gefunden. Das älteste wurde in Dashur entdeckt und ist zweifellos typisch für Pyramidia des Alten Reichs. Es ist aus Kalkstein und weist keine Inschriften auf. Einige Pyramidia mit Inschriften wurden in privaten Grabkapellen gefunden. Alle Inschriften beziehen sich auf den Sonnensymbolismus des Benben. Die Pyramidia der Pyramiden von Gizeh wurden nie geborgen. Die im Spiel sichtbare Rekonstruktion ist fiktiv. Sie ist golden und trägt Inschriften mit Bezug auf Cheops.